Hallo meine Lieben, heute habe ich mal ein Aufgebraucht-Video für euch und wundert euch nicht darüber, wie ich aussehe, weil ich habe heute so einen richtig schönen Gammeltag, einfach so ein Oversize-Pulli und nicht ganz frische Haare und ich sehe jetzt auch nicht so wunderschön aus, aber ich hoffe, ihr stört euch nicht daran und ich würde sagen, fangen wir an. Und zwar habe ich alle Sachen, die ich aufgebraucht habe in den letzten paar Monaten, in dieser Tüte drinnen. Ich habe jetzt nicht alles, zum Beispiel nicht hier das Duschgel oder alles, was ich aufgebraucht habe da drin, aber schon einige Sachen. Und ich ziehe jetzt erstmal das erste raus. Und das ist ein Haarwaschshampoo und zwar von Head & Shoulders. Das ist Anti-Schuppen-Shampoo in der Richtung Apple Fresh. Und ich benutze das eigentlich meistens und ich mag diese Haarshampoos echt richtig gerne, weil ich finde, die pflegen die Haare einfach gut und man merkt danach, dass die wirklich gewaschen sind und die riechen dann auch gut danach und ja. Außerdem habe ich aufgebraucht ein Deo von Balea und zwar das Dry Antitransparent Deo Spray. Das war auf jeden Fall, man hatte trockene Achseln, wenn man das so nennen kann und ich fand es eigentlich auch ganz gut. Das ist, da ist halt Aluminium drin, das heißt, wenn ihr Deos ohne Aluminium benutzt, dann ist das nicht so das Richtige für euch, aber sonst. Gut. Dann habe ich noch ein zweites Mal das Head & Shoulders Shampoo aufgebraucht. Und außerdem habe ich einen Rasierschaum aufgebraucht. Und zwar von Isana in der Richtung grüner Apfel. Ja, das war einfach ein ganz normaler Rasierschaum. Und der hat nach wie das Haarshampoo gerochen. Ich fand den Geruch ein bisschen langweilig, aber die Anwendung davon war ganz angenehm. Bloß am Schluss ist das irgendwie nicht mehr ganz rausgekommen. Irgendwie war der Verschluss dann kaputt und da ist dann kein Schaum mehr rausgekommen, nur so Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber an sich war es ganz gut. Dann habe ich zweimal von HIP das Babypflegeöl aufgebracht. Und zwar benutze ich das ja immer als Abschminköl, weil das ziemlich gut für die Haut ist und so. Da sind halt keine irgendwie aggressiven Zusatzstoffe oder so drin. Und darum kann ich euch das echt empfehlen, weil es ist halt relativ natürlich, weil das ist ja eigentlich für Babys und darum, ja. Dann habe ich zweimal von Pantene Pro-V die glatt und seidig Pflegespülung aufgebraucht. Im Moment benutze ich nicht mehr so gerne Spülung, weil irgendwie fetten dadurch meine Haare immer schneller. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob es wirklich so ist. Aber auf jeden Fall hatte ich mal von Pantene Pro-V diese Spülung, die fand ich eigentlich echt gut, weil sie hat die Haare echt richtig schön weich und samtig gemacht. Und die kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr gerne Spülungen mögt. Ich glaube, da sind zwar Silikone drin, ich bin mir aber nicht sicher. Gab mal welche, da stand oben drauf ohne Silikone. Ich weiß jetzt nicht, ob da immer noch ohne Silikone oder mit Silikone ist, aber ich finde die eigentlich ganz gut. Jetzt komme ich zwischendrin mal zu etwas spannenderen Sachen und zwar zu dekorativer Kosmetik. Und zwar habe ich da einmal von Maybelline die 8-in-1 BB Cream aufgebraucht. Die fand ich eigentlich echt richtig, richtig gut. Ich habe die schon, glaube ich, relativ lange aufgebraucht, aber habe erst neulich gemerkt, dass sie leer ist, als ich sie benutzen wollte. Und die finde ich echt richtig gut, weil die einfach richtig schön natürlich ist und das nicht so wie Make-up aussieht, sondern wirklich einfach eine getönte Tagescreme ist. Und darum kann ich die euch echt sehr empfehlen. Dann habe ich von Essence mein Augenbrauen-Set aufgebraucht nach sehr, sehr langer Zeit. Ein ganz bisschen ist noch drinnen, aber mal schauen, vielleicht kratze ich das noch raus. Aber im Großen und Ganzen ist es leer, zumindest die Farbe, die ich benutze. Und das fand ich echt richtig, richtig gut, weil die Pigmentierung war super und es hat sich auch super auftragen lassen und ich war total zufrieden damit. Dann habe ich zwei Mascaren aufgebraucht und zwar meine beiden Lieblingsmascaren. Einmal von Catrice, die Glamour Doll. Die mag ich eigentlich echt gerne. Die verklebt ein bisschen die Wimpern. Das finde ich nicht ganz so schön im Moment, aber an sich finde ich die richtig gut. Und dann noch von Maybelline, die Lash Sensational Waterproof. Die von Catrice, die Glamour Doll, ist auch ein Waterproof. Und hier habe ich jetzt auch ein Glamour Doll-Ding drin, weil ich das von Maybelline ziemlich gut fand und darum noch weiter benutze in der Glamour Doll Mascara. Aber die kann man sich billiger nachkaufen, weil die Lash Sensational kostet halt 10 Euro und die Glamour Doll nur 4 Euro. Und ich bin ein bisschen zu geizig, mal 10 Euro für Mascaren auszugeben. Die ging auch relativ schnell leer, aber ich liebe diese Mascara. Ich finde die so, so gut, weil die gibt den Wimpern so einen schönen Schwung. Und als ich die benutzt habe, haben auch ein paar Freunde zu mir gesagt, ja, deine Wimpern sehen auf einmal voll schön aus oder halt besonders schön.
Und die finde ich echt richtig gut. Also wenn ihr eine gute Mascara sucht und gerne ein bisschen mehr rein investieren würdet, dann würde ich euch echt die empfehlen. Dann habe ich zweimal die Blendermate Complete Plus Weiß Zahncreme aufgebraucht. Ich benutze eigentlich immer die, weil ich finde, die schmeckt mir am besten. Ich mag mich gerne, wenn es so richtig minzig schmeckt. Und so darum habe ich die immer. Die macht jetzt zwar nicht unbedingt die Zähne weißer, aber ja, Zähne bleiben weiß, glaube ich zumindest. Und ja. Dann habe ich noch einen Rasierschaum aufgebracht. Und zwar von Balea, das Rasiergel im Pink Grapefruit. Den Geruch habe ich sehr gern gemocht und es war auch richtig schön weich auf der Haut und so. Man muss sich auch nicht immer direkt danach eincremen, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Beine dann gepflegt waren. Also man hat nicht unbedingt eine Bodylotion noch gebraucht. Und darum fand ich das sehr gut. Dann habe ich von Batiste dieses kleine Trockenshampoo hier aufgebraucht, und zwar in der Richtung Cherry. Ich mag die Batiste Trockenshampoos sehr gerne. Und vor allem, ich finde, die riechen halt auch richtig gut, weil dann riechen die Haare halt auch immer schön frisch und ja. Außerdem habe ich noch sehr viele Packungen Wattepads aufgebraucht. Da nehme ich immer von Evelyn diese großen Packungen und ja, habe ich halt aufgebraucht. Und zu guter Letzt noch von Essence den Stay Natural Concealer in der Farbe 04 Soft Honey. Und es ist wirklich eigentlich mein Lieblingsconcealer, wobei er echt immer nur ziemlich kurz hält. Immer nur so 3-4 Wochen oder noch kürzer, ich weiß gar nicht genau, weil da halt echt richtig wenig drin ist. Da sind 1,5 ml drin, also extrem wenig. Dann ist auch kein Wunder, dass er so kurz hält. Ich glaube sogar, ich weiß das nicht mehr genau. Ich habe mir jetzt kürzlich wieder einen gekauft, aber der hat echt eine super Deckkraft. Also der ist auch billig, ich glaube 3 Euro. Darum kann ich ihn euch eigentlich echt empfehlen, auch wenn er ziemlich schnell leer geht. Okay, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Vielleicht war es ja ganz interessant für euch, und wenn ihr weiterhin aufgebraucht Videos haben möchtet, dann zeigt es mir doch gerne einfach mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, auch aufwendigere Videos oder Comedy-Videos oder egal was, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil im Moment bin ich wieder etwas unkreativer geworden. Aber ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!